Hallo Leute, herzlich willkommen bei The Crew. Ich bin Shinsu und wir sind hier wieder mitten dabei. Ja, in der letzten Folge haben wir jetzt hier die Mission geschafft. Nichts wie weg hier, irgendwie heißt die so. Sind vor der Polizei entkommen, haben Troy in Sicherheit gebracht. Er ist uns zwar schuldig, aber ich habe auch leider das Ende so ein bisschen zu lang gemacht. Ich bin da so ein bisschen über die 15 Minuten Aufnahmezeit gekommen, aber gut. Ja, das passiert, kann manchmal passieren, wenn man mittendrin ist in der Action und dann vergisst man auch mal die Zeit. Aber ich würde mal sagen, wir gucken mal, dass wir jetzt hier weiter. Wartet mal, wo ist hier? Warte, wir sind hier. Das ist das HQ. Ja, ich möchte mal gucken, ob wir da vielleicht dann, die hat ja gesagt, die hat für uns ein Fahrzeug irgendwie, so ein Exotenfahrzeug. Gucken wir mal, können wir uns das jetzt aussuchen? Das möchte ich jetzt mal kurz testen. Danach machen wir dann die nächste Geschichte, nächstes Event. Wobei wir können mal kurz gucken, so optisch vielleicht, ob wir was. Ah nee, komm mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal überspringen. Sammlung. Vorteil. Verborgenes Auto. Nein, da haben wir noch nicht viel. Denke ich. Dann hier vielleicht in der Sammlung. Ach so, okay. Möchtest du zum Auto? Nein. Nein, wollen wir nicht. Das wird dann hier noch Stufe 10 freigespielt. Okay. Oh, man sieht ja auch, ist mir jetzt auch noch nicht aufgefallen. Also ja, gut, da haben wir auch hier die richtigen, so richtig reale Marken. Hier Chevrolet, Volkswagen, Nissan, verschiedene. Also hier sehen wir die alle. Okay, finde ich auch interessant. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Erst jetzt. Okay, warte, gehen wir mal hier, wenn wir schon sind. Gucken wir mal. Performance. Geil. Oh, da haben wir hier was Neues. Steuergerät. Stufe 2, Stufe. Ah, da haben wir ja. Oder? Oh. Stufe 2, Stufe 2. Okay, die sind etwas schwächer, okay. Guck mal, wie sieht's hier aus? Ah, okay, da müssen wir noch Stufe 9 kommen. Aber dann können wir dann, ja, da sind wir dann noch nicht so weit, Freunde. Reparatur. Möchtest du dein Fahrzeug 300? Ja, komm, machen wir mal. Aber ich würde mal sagen, können wir mal gucken hier, was wir so optisch vielleicht noch machen können. Visuell. Teile eingebaut, okay, können wir nicht viel machen. Nee, finde ich dann doch geil, das, was wir haben. Ich überlege gerade, also von der Farbe sieht das auch schon. Ah, kommt, Freunde. Bleiben wir dabei. Ich finde, der sieht doch eigentlich. Also mir gefällt er. Ja, wollen wir. Mir gefällt er. Den will ich dann vielleicht so lassen. Können wir vielleicht, wenn wir dann eine neue Karre am Start haben, mal gucken. Aber ich denke mal, bevor wir uns, habe ich mich einmal verklickt, bevor wir uns hier eine neue Karre holen, gucken wir erstmal, ob wir hier so ein paar Events nochmal so ein bisschen machen, hier so ein bisschen die Story nochmal voranbringen. So. Das Duell, oh, das klingt schon ziemlich ernst. Das klingt schon ziemlich ernst, Freunde. Also ich denke mal, jetzt geht ja da so ein bisschen was. Da geht es da, denke ich mal, jetzt so richtig mal ein bisschen was los hier. Da gibt es da Action hier. Gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir auch danach unser erstes Tattoo.
Muss man auch gar nicht mehr, glaube ich, so weit fahren. Nein. Ups, da habe ich mich jetzt auf die Merkmäler, auf die Symbole von denen konzentriert. Nee, also hier müssen wir hin. Da müssen wir hin. Bin ich mal gespannt. Du bist Troys neuer Fahrer, hm? Du willst das 5-10-Tattoo. Wer bist du? Dein Ersatz, falls du mich nicht auf der Piste schlägst. Siehst den Ort auf deiner Karte. Okay. Zwei habt Streit. Das ist nicht gut für mich und mein Rücken. Ich muss einen meiner Männer nach St. Louis schicken. Das läuft folgendermaßen. Der Sieger wird befördert. Der Verlierer nimmt als Lektion fürs Leben und der Stress ist vorbei. Was? Ich kenne ihn doch gar nicht, den anderen. Wie soll ich mit ihm Stress haben? Da sind zwar Konkurrenten, aber ich habe ihn noch nie gekannt. Der Sieger hier kommt seinem Tattoo einen Schritt näher. Ich kenne ihn doch gar nicht. Und tschüss. Oh, das war knapp. Oh, das war's. Ich dachte, jetzt kommt hier noch eine längere Strecke. Ja, Mission erfüllt. Und Stufe 6. Wuhu, geil. Deine Fahrzeuge werden in 4 Stufen verbessert. Und Gold, ja, geil. Differential gewonnen. Wo ich glaube mal, so schwer war das jetzt ja eigentlich nicht. Ehrlich gesagt. Aber gut. Und wir haben endlich unser erstes Tattoo. Freunde. Gute Arbeit. Und jetzt hör zu. Detroit gehört mir. Keine Frage, ich will expandieren. Fahr nach St. Louis. Ich habe da was für dich zu tun. Ja, geil. Und? Wie läuft's? Gut. Troy zieht nach St. Louis und mich benutzt er als Waffe. Sieht so aus, als stünde dir eine Reise bevor. Setze einen Wegpunkt für St. Louis. Ich verfolge dich von hier aus. Oh, und sei vorsichtig mit Troy. Er hat einen üblen Ruf. Super. Ich melde mich. Ja. Da haben wir ja dann eine gut nette Gesellschaft, ne? Fahrer-ID öffnen kurz. Noch 10 Stunden, 8 Minuten. Okay. St. Louis. Ich sehe auch gerade hier, da werden auch die Satellitenschüsseln hier nochmal so angezeigt, wenn die da in der Nähe sind. Okay. Muss ich mal hier St. Louis suchen. Also ich kenne mich jetzt so mit amerikanischer Geografie nicht so gut aus, so wo jetzt alles liegt. Also zumindest St. Louis weiß ich nicht, wo das liegt. Nein, da kann ich nicht. Nein. So, Freunde, wo St. Louis liegt, das kann ich jetzt. Ich kann jetzt auch erstmal hier ein bisschen gucken, suchen. Da. Okay. Ist hier. Motorradhändler, oh, da haben wir auch einen Motorradhändler. Können wir eigentlich nicht. Nee. So, dann würde ich mal sagen, wir fahren da mal hin. Also uns steht jetzt hier wieder so eine etwas längere Strecke bevor, aber gut. Fahren wir mal hin.
kommen wir so ein bisschen in der Story wieder weiter. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob man jetzt hier die ganze Story ist. Ich glaube mal nicht, dass man hier jetzt nur mit einem Fahrzeug hier die Story durch abschließt. Ich rücksichtslos? Nein. Frag mich, wenn man jetzt das Spiel so durchspielt. Ich glaube, da wird man auch im Laufe des Spiels auch die Wagen so wechseln. So, wenn auch der beste Zeitpunkt ist, so sich ein neues Auto zu holen. Ich habe jetzt auch keine Ahnung. Also ich habe jetzt hier ein Auto, was mir erstmal so gefällt. Und ich sage, okay, damit können wir einiges noch hier fahren. Mal gucken. Ich weiß, dass man das auch später so für die jeweiligen Events oder für die jeweiligen Strecken auch nochmal so ein bisschen anpassen kann. Für Straße oder richtig so für so Rallye, so Offroad, so. Also, das weiß ich auch, dass das irgendwie geht. Oh, wir haben das jetzt verpasst. Egal. Kommen wir nochmal? Ja, nochmal. Ja, und das weiß ich schon, dass das geht, aber ich weiß jetzt nicht, ab wann ich das machen soll. Im Moment ist das so, wir kommen eigentlich gut. Also ich komme gut im Moment mit dem Auto, sage ich mal so, was Rennen und so angeht, alles soweit klar. Also deshalb will ich eigentlich das noch lassen. Vielleicht kann man auch das Geld sparen und für Teile noch mal was sich übrig lassen, oder man kauft sich später dann doch noch ein anderes Auto. Mal gucken. Hat überhaupt noch die richtige Markierung hier? Ja, doch. Ist noch. Na gut, Freunde, ich sehe auch, die Folge ist auch nicht mehr allzu lange, weil ich sag mal, dahin mit dem Auto fahren wir nochmal hin. Also das kriegen wir auf jeden Fall noch. Nicht in dieser Folge, aber so ein Stück. Ein Stück machen wir auf jeden Fall. Was man vielleicht machen könnte, die Farbe von dem Auto ändern, aber jetzt so am Anfang waren da jetzt nicht so viele Farben. Also ich wollte da irgendwie so entweder so ein Blau oder so, aber da war jetzt, glaube ich, kein Blau mit dabei. Ups. Ich muss schon sagen, unsere Karre sieht auch schon irgendwie geil aus. Die hat was. Die hat was. Ach. Schade. Schade. Nicht von der Straße runterkommen. Nicht von der Straße. An alle Einheiten. Verdammt. Okay, fortfahren, weiter geht's. Was? Wir raten doch gar nicht. Wir sind doch hier ganz brave Buben. Mädels. Wir sind ganz brave Leute hier. Wir haben uns immer schön an die Verkehrsordnung. Mehr oder weniger. Ja, ich glaube. Okay. Das Event kriegen wir, denke ich mal, nicht so hin, oder?